Das Cocoon ist ein Erfolgsprojekt. Grund für euch ist ein Interview mit dem Philipp Brunner zu führen. Er ist der kreative Kopf hinter dem Pop-up-Restaurant und hat auch die Idee mit diesen Bobbycar Rennen gehabt. Wie kommt ein Werber auf die Idee, in die Gastronomie zu gehen? Temporär zumindest? Nicht im Alltag. Wir haben die Idee gehabt, dass wir den Leerstand von Luxusimmobilien besser nutzen. Zwischennutzung war das Thema. Und dann sind wir an das Haus gekommen, das 2,5 Jahre leer gestanden ist. Und es war einfach zu gross für irgendeinen Brand auf die Schnelle inszenieren. Dann haben wir gedacht, was machen wir da drin, ein Restaurant? Und so hat es angefangen. Was ist die Herausforderung in dieser Location? Es ist sehr gross. Man hat so etwas noch nie drin gemacht. Wir sind keine Gastronomen. Und so etwas Elegantes und Grosses wohnlich zu machen, gemütlich zu machen, ist, glaube ich, die grösste Herausforderung gewesen. Auch wenn Sie nicht verantwortlich sind für den gastronomischen Bereich, gibt es gleich etwas, wo konventionelle Gastronomen sich mitnehmen von einem Projekt, von so einem Pop-up-Restaurant? Ich glaube, wo wir extrem viel Wert aufgelegt haben, ist der Service. Das ist auch ein Anliegen, das ich immer habe in Zürich oder das oftmals in einem Restaurant. Ist es ein bisschen unpersönlich. Oder? Und wir haben da gefunden, wir casten extra Leute, die keine Profis sind, wo ein gesunder Mensch an den Tisch kommt, der mit den Leuten redet, wo sie wirklich das Gefühl haben, sie sind zu Hause, wie bei Freunden zu Hause. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, dass mehr Restaurants auf den Service Acht geben. Dass die Leute, die den Job machen, den gerne machen, weil der Job ist extrem wichtig. Und das ist das, was den Unterschied macht am Schluss. Dazu gehört wahrscheinlich auch, dass das Konzept haben, die Tavolata, dass man mit fremden Leuten am Tisch ist. Ist für mich persönlich jetzt sehr überraschend, dass das in der Schweiz funktioniert? Für mich nicht. An dem haben wir nie gezweifelt. Wir haben gewusst, zusammen essen am Tisch mit fremden Leuten ist etwas, was man nicht kennt, aber was man eigentlich gerne macht. Oftmals in den Ferien. Dass das Essen in die Mitte kommt und alle bedienen sich in der Mitte an den feinen Sachen, die dort sind, das gibt automatisch auch einen Austausch. Hast du schnell Kartoffeln, hast du schnell das Püree? So lernst du dich kennen und du bleibst hocken, du hast Zeit. Du hast eine ganze Abend Zeit und völlig stresslos. Danke vielmals, viel Erfolg weiterhin. Merci vielmals.